Jo, was geht? Hey, wie geht's, Mann? Lange nicht gesehen, du. Das ist Jake. Hey, Mann, was geht? Hey, grüß dich, ich bin der Carlos Diaz. Ich würde sagen, wir machen einen Raubüberfall, wir müssen aber ein paar Geiseln einsammeln. Okay. Dann können wir pro Geisel 75.000 verlangen von der Polizei. Hey, Duars! Du, lan, Ivan. Rede doch, Junge, rede doch! Sag Hallo, wenn man mit dir redet, Duars! Aber neue Bratans hier am Start. Ja, wir müssen jetzt auch neue Geisel finden. Ja, zieh mal Geld, lass Waffe kaufen, dass jeder Waffe hat. Ivan, hast du auch Waffe? Ich hab leider gar nicht. Meine einzige Waffe ist zwischen meinen Beinen. Hola. Hola, Chica. Hallo. Mach die Hände hoch. Du mit Zopf auch. Alle beide. Ist so. Ey! Ey! So, bitteschön. Gute Besserung. Hallöchen, dankeschön, dankeschön. Vielen Dank. So, bitteschön. Danke. Schönen Abend. Vielen Dank. Danke, danke. Ihnen auch. Ja. Dank. Der war doch eben weiß, der Medic. Okay, Leute, was ist hier passiert? Ja, die haben uns einfach abgeknallt, einfach so. Die Schweine, ne, ich hab die Knarre gezogen, dann haben die uns abgeknallt. Ich wusste gar nicht, dass die hier drin uns abknallen können, einfach. Du durftest gar nicht Knarre ziehen, einfach. Ja, wenn die auf uns zielen schon, oder? Ja, dann darfst du, aber dann nicht wundern, wenn du abgeknallt wirst. Ja, ja, klar, ich dachte, ich knall die Feuer ab, aber hat nicht geklappt. Ja, scheiße, ich bin jetzt 15 Minuten Kampf und Face. Bist du Johnny Rambo oder hab ich das falsch verstanden? Ja, so ähnlich, genau. Ja, ich auch, Mann, Viertelstunde. Scheiße. Und die haben unseren Kollegen einfach mitgenommen jetzt. Die machen Raubüberfall mit dem. Das zahlen wir deren Heim. Dann lass mal rausgehen. Scheiße, mein Auto ist weg. Ja, lass zur Garage gehen. Vielleicht ist es da. Lass mal zur Garage, komm. Ey, Sam, kannst du uns hören vom Funk? Kannst du reden in Funk? Ja. Wo bist du? Ich bin Juwelier. Bist du eine Geisel? Leider ja. Du reden? Scheiße, Jungs, mein Auto ist nicht hier. Die nehmen mein. Die reden mit mir. Ja, die hören dich, wenn du mit Funk redest. Nein, die hören mich nicht. Wo ist Jake? Das ist hier eine sehr gefährliche Gegend, wir müssen sofort weg hier. Jake, wo bist du? Wo ist der hin? Jake, wo bist du, Junge? Grünes Auto, oder was? Ja, wir sind im grünen Auto. Genau. Dann fahr mal los, ich fahr hinterher, ich bin in dem schwarzen Van. Achso, okay. Das heißt jetzt, wir können den gar nicht retten, weil ich kann nicht schießen. Ich hab keine. Ich bin kampfunfähig. Ja, dann warten wir ab, kann man nichts machen. Die wollen auf das Lösegeld, die sollen den Kopf Bescheid sagen, wo die sind. Achso, ja, dann lass mal zur Polizeidings fahren. PD. Okay, ich fahr euch hinterher. Weißt du denn, wo die sind? Ja, Juwelier hat er gesagt. Nur ein Juwelier oder was? Ja, es gibt nur ein Juwelier. Dann lass mal direkt, was machen wir? Sagen wir Polizei oder was? Aber die haben doch bestimmt schon Polizei gerufen. Ja, wir sagen, da ist eine Kollege von uns, ob wir mitkommen können. Dann lass doch selber, ich überfahr die einfach jetzt, die Dreckschweine. Ne, ja, du darfst jetzt einfach überfahren, leider. Und außerdem, ich kann nicht schießen. Da vorne, geh mal dahin. Ne, da vorne, wo die Leute sind, da ist Polizei. Hallo, Polizei! Wir brauchen Hilfe! Wir brauchen Hilfe, Polizei. Irgendwelche Leute haben Kollegen von uns mitgenommen, einen Juwelier. Die haben mitgenommen, eine Kollegin von uns. Wer denn? Ich weiß nicht, irgendwelche Gangleute. Auto, ich muss Farbe wissen, Wir waren im Waffenladen, die haben uns niedergestreckt, da ich war bewusstlos. Der Kollege hat sich noch gerettet, der hat mir alles erzählt, die haben einen von uns mitgenommen. Da weiß der Kollege doch, welche Farbe die haben, oder? Welche Farbe hatten die, Ivan? Hab ich leider vergessen. Reden, Jungs, bis nicht so schreien, ruhig reden. Aber die sind gerade im Juwelier, glaube ich. Unser Kollege konnte genau, Kollege konnte uns funken, bevor der gefesselt wurde. Ja, alles klar, sag Bescheid, ja, Jungs. Können wir auch mitkommen? Nee, könnt ihr leider nicht. Ja, wir gucken dann nicht. Um die Ecke, gucken ihr wir müsst, dann ja, so einfach. Ich muss euch was weiter entfernt halten, aber passt auf, ja? Ja, okay, machen wir. Okay, super. Fährt ihr jetzt dahin? Fahren wir jetzt hin, ja. Ja, okay, super. Beobachten wir ein bisschen von Ferne. Ich hab markiert, Juwelier, fahr uns hinterher. Fahr weiter, Ivan, was machst du? Fahren doch gar nicht hier. Egal, lass doch mal da hingehen. Oha, was denn hier los? Hier ist Party. Können wir dich nicht einfach stürmen? Verstehst du nicht, Kollege? Ich kann nicht schießen. Ja, aber ich kann doch, oder? Ja, du alleine gegen 50 Leute, okay. Darf ich dich mit Auto einfach bedrohen? Wusste nicht, dass du John Rambo bist. Darf ich dich einfach bedrohen mit Auto? Außerdem, der hat nicht mal Knarre, der Arzt. Der redet nur. Ja, okay. Scheiße, Mann. Darf ich mich nicht rächen? Nein, darfst du nicht. Warte, bleib mal hier an den Treppen. Bleib mal hier an den Treppen hier. Bleib doch stehen, du Arsch! Scheiße, ich kann die Waffe nicht rausholen. Ja, die sind da vorne, die Erste. Siehst du sie? Ne, ich hab deren Autos gesehen. Ich überleg gerade, sollen wir hier Straßensperre machen, damit die erwischt werden? Ja, lass machen. Die hauen bestimmt von hier ab. Ja, da stellen wir die vor die Treppe da, ne?
Ivan, pack mal dein Auto hier vor die Treppe. Hier vor die Treppe. Ich habe noch 7 Minuten. Wenn das durch ist, dann stürmen wir. Ey, nicht, dass die Polizei jetzt denkt, wir gehören zu denen, ne? Ich verstecke mich im Kofferraum. Das ist ja geil, Alter. Man kann sich einfach im Kofferraum verstecken, ja? Geil. Ich bin hinter dem Busch gerade. Ich bin im Kofferraum drinne. Ich chille auf der Bank, Mann. Okay. Genau, du unauffällig da sitzen einfach. Wetter genießen. Hauptsache, die jagen unsere Autos nicht in die Luft, Mann. Ja, wenn das passiert, dann sieht's schlecht aus für mich. Ja, ich hab auch nur noch Glück. Oh, scheiße. Okay, guck, der ist hier weitergefahren. Okay, 6 Minuten noch, Mann. Ja, cool, mit Hubschrauber. Sehr gut. Ja, großes Aufgebot von Polizei hier gerade. Ja, auf jeden Fall, Mann. Gut, dass du überlebt hast, Ivan. Ja. Hast du schön da gezählt, während deine Kollegen wurden erschossen? Hast du gut gemacht. Genau. Immer wenn es hieß, Ivan versteckt sich in der Ecke. Ich wollte ein bisschen ausruhen und dann komme ich zurück und dann wart ihr tot. Du bist immer am Ausruhen, Junge. Immer am Ausruhen, der Junge. Oh, das sind Gangleute. Wenn wir jetzt könnten, hätten wir die abgeschlossen. Guck mal, der steht da an der Treppe. Ich hoffe, du hast die Tür abgeschlossen. Scheiße. Okay, Leute, habt ihr gesehen? Ich bringe mein Auto weg gerade. Ich hab vergessen abzustehen. Die rammen gerade das andere Fahrzeug weg. Hab ich nicht geplant, Mist. Warte, gleich wenn der weg ist, dann wieder zuparken alles. So, Jungs, jetzt schnell alles zuparken wieder. Ey, geil, Alter. Schnell machen, schnell. Ey, fahr ein bisschen zurück, Ivan. Ja, okay, Ivan, dann fahr eben nicht zurück, du weißt. Geil, der wusste nicht, dass ich im Kofferraum bin, ey, geil. Noch 2 Minuten, ihr Ärsche. Achtung, Leute. Na, irgendein Wichser packte die ganze Zeit seine... Ich hab dem gerade zugehört, was der gesagt hat. Der sagt, irgendein Wichser packt dieses Auto die ganze Zeit hier... Ey, geil, Leute. Ey, Jungs, das war ein super Plan von uns. Da haben wir dich schon mal gut geärgert. Gleich ist Action angesagt, Jungs. Wie viele Minuten noch? 1 Minute. Ich hoffe, Polizei ist nicht auf uns. Oh, scheiße, ich kann nicht mein Auto, weil das Auto abgeschlossen ist. Scheiße. Kann... Bist du, dass der ausgestiegen ist? Ja, kannst du von der Auto aufschließen? Nein. Oh, scheiße. Okay, 10 Sekunden noch. Okay, Jungs, Kampfunfähigkeit vorbei. Masken anziehen. Was sollen wir machen? Ja, du hast keine Waffe, ist scheiße. Mach so mal Auto auf, damit wir schnell abhauen können. Was nochmal? Mach Auto auf, damit wir gleich abhauen können. Weil die werden versuchen, von hier abzuhauen. Scheiße, Polizei denkt, wir gehören zu denen, glaube ich. Was ist der Plan jetzt? Wir warten, bis die abhauen, dann knallen wir die ab, wenn die von hier kommen. Setz du dich am besten in ein Auto, weil du hast keine Waffe.
sicher, dass die überhaupt noch da sind. Ja, ich habe keine gesehen, der weggefahren ist. Polizei auch hier. Gibt's keinen anderen Weg? Doch, vorne. Soll ich mal gucken gehen, ob die noch da sind? Ja. Weißt du, ich muss wieder in die Höhle des Löwen, Alter. Vor der Tür sind zwei Polizisten noch. Oh, da kommt einer. Schnell fahr weg, schnell fahr weg. Warum schießt du denn und warum schießt du die ganze Zeit? Hallo? Was ist los mit dir? Warum schießt du? Hallo, ich hab... Warum schießt du die ganze Zeit auf der Seite? Ich warte auf die Räuber da. Aber du kannst doch nicht die ganze Zeit da hinkommen und stehlen. Was ist denn mit dir? Ja, die haben uns sehr schlimm beleidigt, diese Heiße. Ja, du gehörst aber nicht dazu, deswegen sticht mal jetzt ab aus der Sperrzone. Okay, wir sind weg. Aus der Sperrzone, los. Wir warten trotzdem hier, Jungs. Wir warten trotzdem hier. Dieser Arzt hat uns nichts zu sagen. Nicht, dass die uns eine Ausreise schicken hier. Warum das denn? Die können uns abknallen, aber keine Ausreise schicken. Der meint irgendwas mit Sperrzone raus. Und ja, Sperrzone heißt, die können uns hier einfach abknallen. Rund. Okay. Jackie, wo bist du? Guck die Season da. Jackie, du mal deine Karre hier. Sam, wie sieht's aus, Junge? Wir haben lange nichts von dir gehört. Kannst du mich hören überhaupt? Ja, wir hören dies. Ah, okay, weil der Funk geht nicht, Mann. Mein Funk geht nicht. Ach so, ist heiße. Er hat auf jeden Fall geschossen da hinten. Ja, die Season, die erste. Wo bleibt denn dieser Kollege? Da bewegt sich was da hinten. Hast du Leute gesehen? Diese Dreckskerle werden sehen. Wenn die von Polizei abhauen, ist von uns. Auf jeden Fall. Eigentlich könnten wir jetzt auch eine Ladung ausrauben, während Polizei beschäftigt ist. Aber ich glaube jetzt zu spät. Welche denn? Eine ohne Geisel, meinst du? Normale kleine Ladung, ja, ohne Geisel. Ja, lass machen. Naja, ich bin dabei. Okay, fahr dahin, lass dahin fahren einfach. Fahr uns hinterher. Dann machen wir es doch mal ein bisschen Geld und Polizei ist gut beschäftigt. Du sollst auf Autobahn fahren, du Arsch.